Und damit herzlich willkommen zu einem neuen Abenteuer hier in TS Classic. Wir fahren den Intercity Bern Brick Milano und wir sollen uns mal die Locke reinsetzen zum Betrieb. Die Strecke kommt eigentlich nicht mit dem Ciruno, den habe ich mir da was reingetan, weil ich jetzt von dem Rollmaterial, mit dem die Strecke kommt, nicht sehr begeistert bin. KPM, ja, mach mal schnell. KPM. Södele, dann einmal nach vorne. Tun wir es dann gerade noch. Also ich stelle mal das hier ein. EDCS anmachen und Lichter. Dann sollte das gewesen sein. So, also, wir glaube ich sind Intercity 6, 4, 5, 6 nach Brick. Das passt so. Ja, für 44 Franken gibt es diese tolle Strecke mit einer Länge von 74 Kilometern von Spiez bis nach Brick. Kommt auch mit den Lötschberger und den Kollegen hier inklusive passendem Rollmaterial. Ich muss sagen, die blauen Wagen habe ich in der Realität noch nie gesehen. Vielleicht früher mal so rumgefahren. So, ich glaube 60. Und ich muss sagen, das Add-on begeistert mich so absolut gar nicht. Also teilweise ist das Rollmaterial einfach schlecht. Also wie auch der, vor allem der Lötschberger vom Sound her. Und die Soundkulissen, was sie hier teilweise reingemacht haben, die sind Wahnsinn. Wir werden es gleich jetzt hier in Spiez erleben. Spiez, Ihre nächsten Anschlüsse. Intercity 6 nach Thun, Bern, Olten, Basel, Gleis 3. Intercity 6 nach Fisbrück. Gleis 3. Spiez, your next connections, the Intercity 6 service to Thun, Bern, Olten, Basel, Platform 3, the Intercity 6 service to Fisbrück, Platform 3. So, da haben wir jetzt unseren Bahnhof Spiez. In der Realität schon öfter hier gewesen. Hatte damals auch einen Kunden hier, wo ich dann oft hier hingefahren bin, dann natürlich auch oft ins Wallis. Aber die Geräuschkulisse hier, ne, mit der konnte ich nicht. Ja, ach komm jetzt. Na komm. Oh, geil. Gleich am Anfang schon verkackt. Wobei, ich glaube, ich stehe noch dahinter. Ja. Okay, und wenn man dann hier draußen ist. Das ist aber ein niedlicher Wagen. Dann macht der Sound hier draußen auch noch so einen geilen Loop hier. Sollten vielleicht die Türen aufmachen. Dann machen wir hier. So, gehen wir mal raus. Merkst du das? Das ist furchtbar. Und wenn man dann ein bisschen länger an einer Stelle drin bleibt, dann hört man auch einen Zug vorbeifahren bei dieser Aufnahme. Ist nicht so geil. Auch teilweise von der Deko finde ich es nicht sehr schön gemacht. Sehen wir aber dann auch noch. Aber der Bahnhof wenigstens ist soweit authentisch. Gut, das da hinten weniger. Aber was soll es? Ist ja auch nur Kulisse hier. Da, jetzt hört man den Lötschberger. Obwohl hier keiner ist. Ist ein bisschen suboptimal, finde ich. Und dann hat man auch immer wieder dieses Ploppen, als würde der Mikrofon irgendwie rumspielen. Das haben sie nicht rausgemacht. Das werden wir dann auch noch ein paar Mal hören. Finde ich jetzt nicht so geil für 44 Franken. Und ich glaube, ich werde dann mal hergehen und mir die Sounds rauslöschen. Hey, finde ich jetzt nicht so geil. Okay, Abfahrt. Machen wir Türen zu.
nächste Dreh. Das war der falsche Button. Kannst du bitte ausgehen? Danke. Da vorne zu der rechten Seite kommt dann gleich das Depot der BLS. Das haben sie gerade vor kurzem erneuert. Eigentlich mit dem Kollegen hätten wir auch fahren können. So. So, einmal das Depot hier. Auf der linken Strecke wird es weitergehen nach Interlaken. Das ist auch eine schöne Strecke noch da unten. Aber ich habe aber hier jetzt nicht so weit mit dabei. Dass da hinten die Texturen einfach aufhören. Ist ein bisschen suboptimal. Auch da hinten, der Berg hier. Am besten spielt man das mit Nebel. Dann sieht man erst gar nicht so weit. Es ist auch nicht sehr viel Qualität reingegangen in das Handbuch. Da sind teilweise schlimme Rechtschreibfehler drin. Dann Texte, die sich einfach mal wiederholen. Gerade ganz am Anfang, wo die Strecke beschrieben wird, ist einfach ein Absatz doppelt drin. Ja. So, 108. Dann fahren wir das auch mal. Wenn wir jetzt noch die Assets kriegen für den Autofallout, dann könnten wir hier richtig schön Autofallout spielen, hier oben. Und was ihr dann auch sehen werdet, teilweise sind die Kurven wirklich krass. Also glaube ich, stimmt irgendwas mit der Proportion nicht. Södele, da waren wir draußen. Na ja, gut, das mit den Texturen könnte auch TS Classic hier sein. Mit einer Einstellung. Aber will ich jetzt mal nicht sagen, dass es die Strecke an sich ist. Hatte ich ja schon bei einer anderen. Rotingen 16:27 3B. Ja, in der Realität ist auf der Lötschberg-Strecke nicht mehr so viel los, nachdem es ja den Basistunnel gibt. Das war ein bisschen laut, das habe ich mal ein bisschen leiser gemacht. Und im Prinzip alle, die jetzt kaum Platz im Basistunnel haben, die fahren halt auf der Bergstrecke. Also fast jetzt auch Gütezüge, Regio Express, Regius oder BLS. Und ansonsten, wenn die Störung im Basistunnel ist, dann fahren sie halt auf der alten Strecke. Das ist gleich auch wie bei der Gotthard-Strecke. Aber ich bin schon des Öfteren nach Spiez bzw. nach Brieg gefahren und bewusst die Bergstrecke genommen, weil die einfach viel schöner ist. Und wenn ihr die Zeit habt, dann macht es auch. Fahrt nicht durch den Basistunnel. Schauen wir mal ein bisschen um. Also von den Szenarios ist ein Intercity mit dabei. Oder beziehungsweise Aufgabe. Das ist eigentlich die, was wir hier gerade fahren. Nur dass ich das Wetter geändert habe und das Rollmaterial. Dann natürlich einige Szenarien mit Lötschberger und einige Gütezug-Varianten. Wie ist das mit Bremsen? Okay. Oder auch nicht. Das war interessant. Aber er kennt schon wieder. So, haben wir noch eine Bergbahn, die hier nach oben geht. Die ist angedeutet. Dann kenne ich jetzt auch wieder. Moin. Hab ich hier eigentlich eine seitliche Kamera? Nee.
Bin schon mal sehr gespannt auf die Bergpassage. Wie sie das umgesetzt haben und vor allem der Blick dann runter. So, da haben wir ja, der Lütschberger. Weiß nicht, hat mich nicht überzeugt beim Fahren. Wir werden uns den auch nochmal ansehen, in der kürzeren Fahrt. Aber nicht heute. So, Reichenbach. Und doch. Ich möchte eigentlich noch die Strecke nach Genf runter. Dö. 110. Ich glaube, schneller wird es gar nicht auf der Strecke. Außer man fährt auf der neuen Strecke. Was soll das? Sehe ich aber nicht so gerne. Ah. Oh, schnell fahrt ins Leiter heute. Oder es fährt irgendwas vor mir. Vermutlich letzteres. Auf der Strecke habe ich auch den neuen Rainjet gesehen gehabt, als er auf Testfahrt gewesen ist. Na, schon wieder, was soll denn das? Nächster Güterzug. Einsehen. Sich jetzt wieder beruhigt. Steht er fort. Ah, es bremst mich runter. Ja, ich komme ja schon. Ach ja, wie schön. Sag mal, jetzt bin ich da express und dann bremst mich da vorne was aus. Ach so. Was machst denn du hier? Ja, aber mit dem Traktor kann man auch rumfahren. Ja, ach scheiße. Ah. Ja, dann geht's halt jetzt halt erstmal nicht weiter. Da kommen wir. Ne, der blockiert mich nicht. Der steht da oben. Schauen wir mal ganz kurz, was da vorne so abgeht. So, und ich glaube, da ist, glaube ich, aber eh das Gleis hier, wo er gestanden ist. Moin. Und was haben wir hier? Den Kollegen hier. So, so. Ach, jetzt kann ich fahren. Okay. Ja, dann. Was geht's? Rutigen. Aber ansagen Sie nicht. Schön, dass es die hat.
Der machen wir das mal so. Schnell fahren hier. Bist du zu wieder unglücklich mit mir? Und wir sind on time. So muss das. Wir werden uns doch gleich mal den kleinen Wagen da hinten mal anschauen. Jetzt, wo er gerade auf dem Nachbargleis ist. Tü! Boah, dieses Bremsgeräusch. Und da haben wir wieder. Der gleiche Sound wie in Spiez. Nee. Gar nicht so meins. Der ist echt niedlich. Ich hab den zwar noch nie fahren gesehen, aber. Niedlich. Warte mal, das Rot, Blau, Weiß. Das hat irgendwie was. Einfach mal so eine. Oh, du sogar innen ein bisschen ausdextudiert. Okay. Nett. Würde ich jetzt auch eine kleine Tour machen mit dem? Ein paar hintereinander. So, was haben wir ansonsten noch Spannendes hier? Okay. Ja. Ach, da hinten geht auch eins rein. Okay. Habe ich eigentlich nie bemerkt. Inklusive kleines Depothäuschen hier. Tja, okay. Also, gehen wir wieder rein in unseren Zug. So, nächster Halt, Kandersteg. Alles klar. Den Autoverlaut würde man dann ja auch nutzen, wenn man ins Wallis hier reinfahren will. Geht viel schneller. Also, man kann auch ohne fahren. Aber da muss man einen schönen Umweg fahren. Dauert ein paar Stunden länger. Aber der Autoverlaut geht echt schnell. Ich glaube, es sind so alle 15 Minuten oder so, wo er fährt. So, heute habe ich es mit der Geschwindigkeit. So, da. Das da unten ist die neue Strecke. Die jetzt hier nur angedeutet ist, würde ich jetzt mal sagen. Schauen wir mal. Oh ne, was? Kann man die schnelle? Kann man mal Spieler zentrieren. Wir sind da. Ach, man kann die neue Strecke auch fahren. So wie es aussieht. Ist doch hier Spiez. Okay. Okay. Cool, cool, cool. Ah, ich glaube, wir müssen mal eine schnelle Strecke fahren. Oh, da ist es halt wirklich rasen bis zum geht nicht mehr. Bin mir gar nicht sicher. Ah ja, da steht's ja. Hat das Handbuch nochmal aufgemacht. 14,612 Kilometer ist der Tunnel lang. Maximale Dunkelheit. Es ist auch so eine geile Wetterzone mit dem Tunnel. Da kann es in Spiez zum Beispiel grün sein im Winter.
oder irgendwie schlechtes Wetter. Und dann kommst du auf die andere Seite an und dann war wieder schönes Wetter. Oder umgekehrt. Inklusive in der Schneewand. Kann der Grund da vorne. Ah, das eine Signal da unten, glaube ich, soll anzeigen, ob es einen Gleiswechsel gibt oder nicht. Es gibt nämlich, wenn ich es jetzt richtig verstanden habe, jetzt einen automatischen Gleiswechsel bei diversen Güterzügen oder Autozügen, glaube ich, war es. Weil ihr auf der einen Seite nicht fahren dürfen wegen dieser Kantenhöhe. Ist mir tatsächlich noch nie aufgefallen, das Signal. Gut, man sieht es aber auch ein bisschen schlecht, wenn man halt nicht der Lokführer ist. Schaut, dass ich keine seitliche Kamera habe. Aber wäre dann schon mal cool, wenn wir die ganzen Hauptstrecken soweit fertig haben. Also Zürich, Olten, Bern, Bern, Spiez, Spiez, Blick. Moin Kollege. Im Prinzip bräuchte man jetzt noch Olten, Bern, Bern, Spiez. Wobei Bern, Spiez ist jetzt nicht die interessanteste Strecke, aber trotzdem noch wäre es komplett. Und dann könnten wieder irgendwelche Wahnsinnigen so eine All-Combined-Strecke machen. Wobei Zürich, Robertshorn. Via Winterthur hätte ich jetzt auch nichts dagegen. Dann wäre es eigentlich ultimativ. Und dann könntest du den Intercity nachfahren von Romanshorn bis nach Blieg. Ich glaube, ich habe Blödsinn gesagt. Ich glaube, das mit den 14,6 Kilometern. Ich glaube, das ist der Tunnel, der vor uns jetzt noch kommt. Und nicht der neue Tunnel. Aber trotzdem. Auch lang für oben. So, Blausi mit Holz. Ah, bitte nicht abstürzen, Spiel. So, wie sieht's denn aus? Fahrgastansicht. Oh, kein Infotainment. Die Figuren schauen halt im TS Classic echt ein bisschen gruselig aus. Ich glaube, es gibt aber auch keine einzige Variante, wo die gut aussehen. Ah, das ist auch so eine geile Stelle, um Fotos zu machen hier. Ah, da müsste ich echt mal mit dem Motorrad hinfahren. Ja, Blausi mit Holz. Da schon wieder das gleiche Geräusch. Ich sehe das Addon einfach nicht bei 44 Franken. Zumindest nicht in dem Zustand.
Ah, brauche ich noch ein bisschen mehr Polish. Also hätte ich jetzt eher so bei 25 gesehen. Da glaube ich, hätte ich da nicht sehr viel gesagt. Irgendwas ist da mit der Textur hier komisch. So, schauen wir mal kartentechnisch, wo wir sind. Ah ja. Machen jetzt hier diese tolle Schleife da. Die 2D. Wäre eigentlich eine Anzeige noch ganz praktisch, wo man hier die Höhe noch drin hätte, wo man dann sieht, wie schnell man eigentlich hochkommt. Und wo die Strecke auch noch geil wäre, mit einer Krokodil irgendwie einen Güterzug fahren. Ich glaube, das machen wir. Vielleicht in die andere Richtung dann. Ja. Hallo, Trudel. Naja, die ideale Bergstrecke. Neben der Gotthardstrecke. Oder mit einer 4-7? Oh, ich lasse mir da was einfallen. Irgendwas bastel ich da. Ich hoffe, dass dann für die Strecke diese Wheel-Drive, Quick-Drive-Szenarien rauskommen. Die finde ich eigentlich ziemlich geil, aber die anderen Strecken, wo du einfach so Zufall-Rollmaterial reinbekommst, diese Fahrt, das ist schon ganz cool. Es ist so quasi wie in Train Sim World, der freie Modus. Nur dass, ja, da gibt es einfach ein paar mehr Überraschungen. Teilweise. Nicht immer, aber teilweise. Da, wieder so eine Ankündigung. Ah, schon geil. Könnte ich mir jetzt auch vorstellen, da mit dem Zug entlang zu fahren als Lokführer. Auch gibt schlechtere Strecken. Ich überlege gerade, ob ich in Kandersteg nicht die Lok wechsle. Lass mal vielleicht ab Kandersteg mit der Krokodil dann runterfahren oder durch den Tunnel. Ich meine, ich kann nur 80 fahren. Wir fahren eher gerade nicht sehr viel schneller. Ich glaube, ab dem Tunnel geht es ein bisschen schneller. Nur wieder runter. Könnte ich auch noch mal ein bisschen das Wetter anpassen, diese andere Uhrzeit. Naja, erstmal kann der Steg ankommen. In nicht ganz 5 Minuten. So, jetzt muss ich mal im Handbuch noch mal gucken. Ah, interessant. Im Handbuch steht drin, in der Zwischenzeit fährt der Lötschberger nicht mehr auf der Bergstrecke und wurde abgelöst von der Mika RE. Er fährt jetzt nicht mehr? Okay, interessant. So, aber das, was ich eigentlich... ja. Die violetten Signale auf der Lötschberglinie sind für die Rola rollende Landstraße. Die Lastwagen haben eine Höhe von bis zu 4 Meter und sind bis zu 2,6 Meter breit. Dafür wurden die Profile in den Tunnel ausgefräst. Die Eckhöhen wurden dabei sehr knapp kalkuliert, sodass der Zug zwischen Frutigen und Domodossena öfters die Spur wechseln muss, um die größeren Kurvenradien zu fahren.
Die Spurwechsel werden automatisch gesteuert aufgrund der Definition, die hinter der Zugnummer hinterlegt sind. Dass diese Spurwechsel auch tatsächlich erfolgen, wird dem Lokführer durch die blau-violetten Signale gezeigt. Sobald die Fahrstraße in ein Gleis eingestellt ist, in welchen Hubbergzüge verboten sind, dann leuchtet das Hubbergsignal und am dazugehörigen Vorsignal blinkt das Hubbergsignal dann ebenfalls. Okay. Ist aber Bescheid. So, jetzt kommen wir zum Autoverlaut. In kommender Steg. So, sag mal, ist irgendwie Tag der Baustelle heute? Der nächste hier. Ist aber sportlich. Ja, wow. Also, wir haben hier schon eine sehr interessante Streckenführung, muss ich schon sagen. So, da hinten ist der Autoverlaut, den schauen wir uns gleich mal an. Yay. Super tolle Background-Musik hier wieder. Was sind die alten? Da, Herz ist schon wieder. Das ist echt furchtbar. Okay, Türen auf. Falsche Kamera. So. Da ist jetzt natürlich nichts los hier. Aber das wäre der Autoverlaut da. Hauptsache er steht jetzt hier, ist er da. Haben wir da hinten noch was Interessantes? Hier hinten war keine Rampe, ne? Nee. Das ist effektiv, ja genau. Da fahren sie dann runter. Das heißt, da kommen sie dann rein. Und geht dann auf einen von zwei Zügen, der entweder hier steht oder da steht. Rauf, runter. Das geht eigentlich ziemlich flott. Und dafür bräuchten wir jetzt noch das richtige Rollmaterial. Und die passende braune Look. Und dann könnte man auch das hier nachstellen. Na, dafür ist er hier. Ich glaube, ich probiere das mal. Wir werden jetzt hier mal die Lok tauschen. Wir fangen mit der Krokodil weiter. Ist ein bisschen schöner. Und dann schauen wir uns noch die andere Seite der Strecke an. Also, bis gleich. So, da wären wir wieder da. Vielleicht nicht ganz mit der Krokodil, die ihr vielleicht dachtet, die kommt. Wir fahren mit der ÖBB-Krokodil. Hat ihr auch den geileren Sound. So, mal schauen, ob ich noch weiß, wie man die aufrüstet. Ich glaube, das war so. So, und dann glaube ich den hier. Jo. Na, der falsche Panto. Fahren wir mit beiden? Nee. Okay. Hintere weiß ich nicht, wie ich die einstellen kann, aber ich glaube, die fährt einfach mit zwei. Oh, gut. Ja, Lichter. Sehr gut. Ja, dann. Schöner Verband. Also, einmal. Falsche Richtung. Nice. Ist
Frag mich eigentlich, was mit dem Original ist. Das jetzt mal wieder fährt. Ja, doch. Krokodilfahren hat schon was. Schade, dass die von Simtrain immer noch kein Sound-Update bekommen hat. Innenansicht. Oh, cool. Sogar ein D-Wagen hier. Ha! Geil. Mit Kaffee. Ah, das haben sie schon cool gemacht. Haben wir eigentlich auch... Warte mal, wie war die Ansicht? So. Holy shit. Gruselig. Ja, ist doch ganz okay. Was sonst noch? Ja, ist überall gleich. Ich meine, solche Modelle gehen eigentlich. Das ist nicht ganz so schräg wie die anderen. Na komm, immer mein Maximum Geschmack ist, auch wenn es zu viel ist. So, dann haben wir jetzt gleich, wenn es stimmt, 14 Kilometer Tunnelfahrt. Habe ich eigentlich eine Instrumentenbeleuchtung? Nee. Eine Innenraumbeleuchtung? Ja, ich glaube, schneller wird es nicht. Oder nicht wirklich. Aber wir waren dann schon bei unserer Höchstgeschwindigkeit. Das war eigentlich noch ganz geil, durch den Tunnel durchzufahren, als da noch die große Baustelle gewesen ist. Da war da halt zum Teil beleuchtet und hast ein bisschen mehr gesehen. Hier Nähe? Ne, keine Außensicht, oder? Nö. Ah ja, bleiben wir mal auf der Einstellung. So, wie sind das kartentechnisch? Spieler zentrieren. Das war gar nicht. Doch, doch. Macht hier die Kurve. Da nochmal und hier dann raus. Ja, das sind doch gerade 40 Kilometer. Ich glaube, da ist schon der Tunnel da hinten gemeint gewesen. Das geht sich ja gar nicht aus. Ja, doch, nee. Der Haupttunnel, 14 Kilometer. Das macht schon viel mehr Sinn. Was wird der hier sein? 5, 6?
Aber da ist natürlich als Lokführer da beim Autoverlad auch nicht die geilste Aussicht, ne? Fährst quasi instant in den Tunnel rein, fährst wieder raus und dann bleibst du wieder stehen auf der anderen Seite. Und dann geht's in die andere Richtung. Aber einer muss ja fahren. Das ist dann auch irgendwie ganz witzig, dass wenn du da mit dem Auto reinfährst, dann bleibst du ja im Auto einfach sitzen und fährst da durch. Und für die Motorradkollegen hat es dann seinen eigenen Personenwagen hinten dran noch, wo du dann aussteigen kannst und dann in den noch reingehen kannst. Auf dem Motorrad stehen bleiben während der Zugfahrt. Wäre zwar irgendwie witzig, aber ist natürlich nicht. Krass. Hat sogar reagiert hier drin. Litschberg Tunnelstation, Gleis 2. Ob er irgendwas erkennen kann? Ja, nee, ich bleibe es da jetzt nicht runter. Ach, der geht da nochmal auf der anderen Seite rüber. Das ist zumindest dazu markiert, aber wirklich sehen tut man hier nichts. Von so einem Notausgang oder so. Okay. Und warum genau sind wir jetzt auf dem anderen Gleis? Interessant. Naja, ich werde schon seinen Grund haben. Wollen wir mal auf die Karte gucken. Ja, sind jetzt da hinten. Wo kommt denn irgendwas entgegen? Da ist auch literally sonst nichts unterwegs. Warum hast du da einen Gleiswechsel gemacht? Bin ich überhaupt irgendwas unterwegs? Ich glaube, schnell spielt es hier komplett ohne irgendwas. Schauen wir mal ganz kurz den Blick hier unten. Jo. Hier ist alles empty. Ja gut, ich würde mal sagen, vielleicht haben wir es ja. Ich würde mal sagen, ich cut hier mal für euch.
Ich glaube, die Tunnelfahrt ist jetzt nicht das Spannendste. Und kurz vor Tunnelende kommen wir dann gerade wieder rein. Also, bis gleich. So, da wären wir wieder. Ein bisschen Zeit ist vergangen. Und jetzt sind wir aber hier kurz vom Tunnelende und gleich bei Koppenstein. Und da, glaube ich, werden wir mal ganz kurz anhalten. Sehr gut. Oh, du bremst aber echt schnell. Da hätte ich mal Zeit lassen können. Tja, geht's ja jetzt mit der Länge nicht ganz aus. Aber was soll's. Okay, Koppenstein. Das sieht eigentlich soweit authentisch aus. Kann ich eigentlich nichts sagen. Bin hier auch einmal ausgestiegen. Dachte, hier kann man ein bisschen was erleben. Aber es hat literally gar nichts. Bis auf das Haus da. Und halt den Autoverlad. Zum Thema Autoverlad, der ist hier hinten. Da fahren sie teilweise... Hier, glaube ich, fahren sie dann raus hier, auf der Seite. Also da fahren die Autoverlade hier so rein. Die fahren mit der Straße hier hinten, da so drum. Und dann... Ne, Moment mal. Wie war das? Wo fahren die auf der anderen Seite hier? Irgendwas stimmt jetzt hier nicht. Und, hä? Ich meinte eigentlich... Wollen wir mal hier hinten gucken. Irgendwas ist hier ein bisschen schräg. Da geht die Straße so nach unten. Und hier fahren die da so rauf. Ich hätte gedacht, das sieht hier hinten ein bisschen anders aus. Naja, okay. Und da geht es dann gerade weiter in den nächsten Tunnel. Und jetzt runter ins Wallis. Okay. Ich würde sagen, das machen wir mal. Das da hinten hat mich jetzt ein bisschen überrascht. Also ich kann jetzt nicht so 100% sagen, wie es da hinten in der Realität aussieht, nachdem ich da hinten nie gewesen bin. Und wirklich reinsehen kannst oft nicht, weil hier halt die Autofahrzeuge stehen. Aber finde ich jetzt ein bisschen komisch. Südney! Talfahrt! Geht es gleich hier richtig bergab. So, können wir jetzt? Ja, wunderbar. Es ist so ein schöner Part von der Strecke hier. Wow, wow, wow. Okay.
Wow, das ist mir schon sehr lange nicht mehr passiert. Es hat jetzt einfach keine Aussicht, dass er einfach mal so anfängt zum Kippen. Aber so viel schneller war ich doch jetzt gar nicht. Ich glaube, es gibt noch mal einen neuen Zug. was für eine Katastrophe. Okay, Leute, ich gebe noch mal kurz einen Cut und dann sehen wir es gleich wieder. Bis gleich. So, da wären wir wieder. Diesmal in einem anderen Zug, in der 460. So, und probieren es mit der mal. Hoffentlich unfallfrei. Die Paradilok, der ist für mich. Ja, das machen wir jetzt auch mal wieder kleiner. Also ich weiß nicht, die Sounds von den meisten Schweizer Sachen sind irgendwie nicht geil. So. Hoffentlich dieses Mal ohne Entgleisen. Ja, bremst du da selber jetzt noch mit rein? Dürfte eigentlich. Ja. Das sieht gut aus. Nochmal zu sehen. Ach du Heilige. Aber was sind denn das für Kurven? Also das ist Eton. Ist jetzt nicht so das Gelbe vom. Schaut mal, hallo. Ja, kein Wunder, dass die Krokodil gemeint hat, ja, da kippen wir jetzt mal um. Ja, nein, also für 44 Franken sehe ich das jetzt so gar nicht. Und von 5 Sternen geht es von mir 2 Sterne. Das ist echt nicht geil. Also Streckenführung nochmal überarbeiten. Die Sounds vor allem. Und das Rollmaterial. Ach du Scheiße. Da auch wieder. Das ist ein mega Kick hier drin. Das ist echt grauenhaft. Also kauft euch das nicht für 44 Franken. Wenn es vielleicht beim Sale ist oder eventuell mal Patch rauskommt. Weiß auch nicht, wie sehr SimTrain da mit Patches so ist. Ich habe vorher nochmal nachgesehen auf der SimTrain-Seite, wie es aussieht mit der Krokodil, ob es da mal ein Update gegeben hat. Aber nö, gab es nicht. Immer noch bei Version 1.0. Wenn man dann Testfahrten macht, muss das so auffallen. Dass die Kurven. Oh nein, bitte Schmidt, danke. Dass die Kurven hier viel zu extrem. Holy shit! Was zum Teufel? Hey, das kannst du nicht springen. Krass. Mal schauen, was unten im Bahnhof gleich passiert. Nur ein bisschen mehr bremsen, bitte. Ich glaube, da muss ich ein bisschen nachhelfen. Ich bremse ja schon. Alter, nee, das macht keinen Spaß. Also bis jetzt
war sie einigermaßen in Ordnung, aber der Abschnitt, der ist ja grauenhaft. So, hier wieder auf die andere Seite rüber. Ah, geht aber nicht so viel ab da unten. Ja, ziemlich. Das hat nicht mal andere Sounds. Ach du Scheiße. Ah ne, Moment. Ah, falsches Signal. Ich dachte jetzt gerade, wir haben hier Rot. So, komm. Rauf auf die Streckengeschwindigkeit. Ja, nee. Überzeugt mich jetzt nicht. Kilometer noch bis unten. Ja, also wenn es mich jetzt nicht bei der ersten Kurve rausgeschmissen hätte, dann garantiert bei den anderen Sachen hier. Das ist richtig heftig. Ich muss mal schauen, inwiefern das da unten hier befahrbar ist. Basistunnel, was haben wir hier? Ja, ich habe mehr Bock da unten hinzufahren. Und zu schauen, was da so ist. Auch dekomäßig, weil man jetzt hier von oben nicht sehr viel gesehen hat. Wenn wir jetzt hier nochmal rausschauen. Aber das kann ja gut der Simulator sein, der jetzt da unten einfach aufhört. Schwierig zu sagen. Da unten geht ja die Bahnstrecke ja nur entlang. Ja, bitte Sim. Tut das mal hier mal updaten. Oh, nice. Die Stelle kenne ich auch gut. War sogar einen recht netten Wanderweg, wo du bei der Strecke so entlang gehen kannst. Auch geil zum Foto machen. Wäre schon scheiße, wenn da bei so einer Bergstrecke die Bremsen versagen. Da auch wieder. Ist da irgendwie so komische Hubbel in der Strecke drin? Das ist doch das. Müssten wir irgendwie alles ein bisschen länger ziehen.
bin ja schon froh, dass die Login jetzt hast. Auch da wieder. Oh, das tut weh. Jedes Mal. Ja, dann haben wir hier Außerberg. Ich weiß gar nicht, ob das hier halt auf Verlangen wäre. Dö, Freiheit. Ah, jetzt kommt da unten noch ein bisschen mehr Deko. Da sind sie auch gerade fleißig die Autobahn am Bauen da unten. Oh, warte mal, das ist das. Das ist die Schnellfahrstrecke. Die kommt da unten raus. Komm ich da unten hin? Hä? Ja. Ich glaube, hier unten kann man noch nicht so wirklich fahren. Also die Gleise sind da. Aber keine Oberleitung, hängt gar nichts. Es wäre jetzt aber schon noch irgendwie nice, wenn die das da hier unten auch fertig machen. Da braucht es halt nur ein bisschen Deko. Aber dann kannst du dich halt entscheiden, Schnellfahrstrecke, die neue oder die alte. Wäre schon noch ganz cool. So, da ist Spitz hier hinten. Da oben die Bergstrecke. Und jetzt... Ah, warum kann ich da nicht weiter hin? Ja, wir können da hinzoomen. Ja, da fehlt ein bisschen was. Schade. Schade, schade, schade. Da gehen auch die Gleise gar nicht weiter. Interessant. Dann gehen wir mal hier rein und mal kurz auf die Karte gucken. Da gehen sie aber weiter. Ja, ich würde mal sagen, das da unten ist Work in Progress. Und auch die Strecke hier oben ist teilweise noch Work in Progress. Potenzial ist da. Schon interessanter Move, dass man die Strecke unten komplett ausbaut und dann aber dann nicht fertig macht, nur das hier oben. Also die manchen anderen Szeneriehersteller gehen ja dann her und tun ja die Strecken dann so andeuten, aber die haben ja das ja komplett durchgezogen. Ich meine, hier drin muss dekotechnisch ja eh nicht sehr viel machen, bei Tunnel. Da fehlt da das zweite Gleis. Okay. Ja, also ich weiß mal beobachten, wenn da nochmal ein paar Updates rauskommen und die entsprechendes nochmal gut verändern, dann glaube ich, gibt es nochmal so ein Update-Video dazu. Aber so macht die Strecke ein bisschen bedingt Spaß. Ja, aber das erste ist tatsächlich wirklich den Ton austauschen oder komplett löschen, das Umgebungssound. Vor allem nachdem ich früher mit dem Radio dann doch sehr viel mit Sounds zu tun hatte und Tonschnitten habe, ist es für mich ein echter Trigger, dass dieses Mikrofon knacksen oder so einfach noch mit dabei ist. Das kann man so einfach wegmachen. Das wär's eigentlich. Ich könnte eigentlich einen Mod machen mit der besseren Umgebungssound. Und mich auch selber einfach mal zum Bahnhof hinstellen für 10 Minuten oder so und einfach mal die Umgebung aufnehmen. Und zwar am besten am Bahnhof, wo vielleicht nicht die ganze Zeit Autos vorbeifahren. Einfach nur so ein bisschen allgemeine Atmung. Und auch ohne Zug.
Es ist uns verwirrend, wenn man zuhört, aber keiner da ist. Aber auch hier die Felsen teilweise. Nicht so schön. So, da wird schon mehr mit der Deko da unten. 7 Kilometer noch. Aber es wirkt stellenweise so, als hätten unterschiedliche Leute die Streckenabschnitte gemacht. Weil manche sind wieder sauber und manche halt wieder nicht. Na, ja, schlimm. Also wir gehen jetzt mal ein bisschen vor. Wo haben wir denn? Wo haben wir denn so ein geiles Kurvenstück nochmal? Da schaut es dann halt auch wieder gut aus. Ha. Das wäre eigentlich auch was für Transient World. Aber da halt komplett. Aber wenn das dann mal wieder nicht so lang ist für Daftrey Games. Was man da machen könnte? Ich meine, wenn man jetzt schon nicht nach Bern die Strecke machen will, dann gibt man zumindest Rick Schwyz und dann macht man aber noch das eine kleine Einzelstück da nach Interlaken runter. Das ist noch richtig schön da unten. Wenn man jetzt Interlaken macht, dann wäre es vermutlich schlau, wenn man Thun noch mit dazu nimmt, das eigentlich ein Start-Endpunkt. Dann könntest du da Intercity spielen, Thun spielt Interlaken runter. Ja. Hat da richtig geil aus, wenn man da See unten entlang fährt. Wunderschön. Interlaken selber, sollte auch sich auch mal angesehen haben. Es sind aber immer ein Haufen Chinesen und Japaner unterwegs. Irgendwie jedes Mal, das ist so der Hotspot überhaupt. So, da waren wir jetzt in Brieg. Mal schauen, wie der Bahnhof da unten so aussieht. Einfahrt auf Gleis 7. Ach, wie geil. Ich habe mich echt noch gefragt, ob sie da irgendwas nachstellen. Haben sie tatsächlich. Und schade, dass kein Lok hier ist oder so. Ach, da hinten steht noch mehr. Hm. Cool. Ja, und jetzt noch die Abstrecke hier fertig machen. So, wieder rein hier. Wir müssen bremsen. Alter, auch da wieder dieser Kink. Why?
Oh, bitte schneller bremsen, danke. Dezent zu schnell. Ja, da bin ich auch schon mal besser gefahren. Grundsätzlich ein netter Touch. Ja, das mit dem Anhalten, das üben wir nochmal. So, wenn wir jetzt hier oben sehen, alte Taste. Okay. Ach, das war hier alles voll in der Realität. Aber Bahnhof authentisch, das erkenne ich alles wieder. So. Aber, ach ne, da hinten ist es. Okay, wir schauen mal hier aus. Auch das haben sie nachgestellt. Aha. Okay, ja, das sieht gut aus. Aber ich muss sagen, gerade der zweite Teil von der Strecke, da müssen sie unbedingt nochmal ran. Das ist nicht so geil. Rollmaterial auch nicht so geil. Also ich zeige euch das dann in einem anderen Szenario mal. Mit dem, was das so mitkommt, also vor allem der Triebwagen und die Lok. Die Wagen sind okayisch. Ansonsten austauschen mit irgendwelchen Sachen von anderen Herstellern, so wie die hier. Aber für 44 ist das halt irgendwie gar nichts. Die läuft eigentlich anders. Aber gut, Details. Und dann halt noch bitte die andere Hauptstrecke mit dazu machen, wenn es eh schon fast fertig ist. Also verstehe ich nicht, warum die nicht fertig ist. War wild, diese Fahrt. War wild. Aber hat doch auch Spaß gemacht. Wenn es euch auch gefallen hat, lasst doch einen Daumen nach oben da. Und dann bis bald. Macht es gut. Ja, liebe Leute, das ist leider das Ende von dem Video. Wie immer würde ich mich freuen, wenn ihr natürlich hier unten Kommentare reinschreibt, wie ihr es gefunden habt. Aktuelles zum Spiel findet ihr hier in dieser Playlist. Ansonsten der neueste Upload hier oben. Und wer möchte, kommt auch auf unseren Discord-Server. Link ist da rechts oben. Gebt auch immer wieder gratis Spiele und da könnt ihr auch mit mir quatschen und natürlich der Community. Ansonsten lasst ein Abo da und dann verpasst ihr keinen Upload mehr. Bis denn dann, euer Braubucher. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.